Und wir hören uns jetzt mal an, was Thomas Tuchel bei Markus Herbig sagt. Thomas Tuchel, wie groß ist die Enttäuschung nach diesem 1:3, nach dieser Niederlage gegen den VfB Stuttgart? Ja, war total unnötig. In der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich die Chancen und dann waren wir unaufmerksam kurz vor Schluss am Kopfballtor gekriegt. Aber ganz ehrlich, also wenn es irgendein Spiel gab, dass ich so schnell wie möglich abhake, dann heute schon vergessen. Das, die nächsten 4 Tage zählen. Und jetzt wird der Schalter sofort umgelegt schon auf der Rückfahrt dann Richtung Real Madrid? Ja, 100%. Also ich verschwende nach den ganzen Interviews keine Minute mehr mit dem Spiel. Real Madrid hat heute auf 10 Positionen verändert. Das ist dann das, was Sie sich dann auch gleich anschauen werden gegen Cádiz? Das kann man machen, wenn man genug Spieler hat. Am Mittwoch dann das 2:2, 50-50 ist die Chance. Was muss besser gemacht werden am Mittwoch, damit das Ergebnis ein erfolgreicheres ist? Ja, das gleiche Spiel wie letzte Woche am Dienstag. Müssen unsere Chancen nutzen. Wir wünschen viel Erfolg, danke.